Ja, genau, wie oft ihr hintereinander. Seht ihr das, was passiert? Wenn ich das mache, habe ich keine Ausdauer mehr. Der bam, 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 bam. Ja? Können wir eigentlich treten? Wir können nicht mal treten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 117. Wir gucken nach dem nächsten Auftrag. Da müssen wir warten, müssen wir warten, das müssen wir warten, da müssen wir, schaffen wir eh nicht. Das ist, zu Kampf habe ich keinen Bock eigentlich, ich nicht. Das sind diese Kämpfe. Das sind nur noch Kämpfe eigentlich, die wir hier haben. Den Champion von Arroyo ist ein echtes Arschloch. Begib dich zum Kampf von Arroyo. Ach weißt du, probieren wir doch nochmal den. Um uns endgültig davon zu überzeugen, dass wir es nicht hinkriegen. Und er ist ja nicht so weit. Aber wir haben halt leider nichts geskillt auf so Kämpfe und so. Deswegen haben wir da leider eigentlich nicht wirklich eine Chance. Also gegen diesen Typ mit der Granate. Gut, da müsste man vielleicht irgendwie andere Sachen sich überlegen noch. Aber so, probieren wir es doch trotzdem nochmal. Und zwar von hier an können wir es noch ein paar Mal probieren, aber ich das. Eine Rostovich? Bin zum Kämpfen hier. Buck? Der bin ich, höchstpersönlich. Bei deinem Anblick wird mein Geldbeutel ganz feucht. Ich setze alles gegen dich. Bist ja ziemlich selbstsicher. Weißt du warum? Der Arm hier erfüllt Militärnorm. Titaniumknochen, Carbonfaser. Damit könnte ich ein Loch in den Panzer schlagen. Und? Bist du dabei? Oder tropft dir gerade das Pipi die Beine runter? Dieses Gewehr, das ist eine Grat, ja? Wo hast du das her? Kleines Andenken von meiner Dienstzeit. Warum? Nur so. Hab gehört, die Serie war limitiert. Gab nur 300. Vom KGB verteilt. Sieh an. Hab wohl einen Waffenkenner vor mir. Aber wir sind nicht zum Plaudern hier, sondern um Knochen und Chrom zu zertrümmern. Nimmst du mein Angebot an? Na, probieren wir's, ne? Nein. Ich will den Einsatz erhöhen. Hab doch gesagt, das ist alles, was ich hab. Leg das Gewehr noch drauf. Es sei denn, du hast Angst. Vor dir? Du kannst mir einen Scheiß anhaben. Deal. Mein Grad noch dazu. Mir nach. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Level auf hier kämpfen und so stecken, um dann diese Mission noch zu schaffen, weil ich würde die ganz gerne natürlich auch noch machen, aber kämpfen ist nicht mein Ding, nicht mit der Hand. Bereit? Nicht zu viel Schiss, Häschen. Kannst kaum abwarten. So, schauen wir mal, ob wir überhaupt eine Chance haben oder direkt mit zwei Schlägen auseinandergenommen werden. Ja, wo ist denn der? Ja, ich bin ausgewichen. Hä? Er hat mich nicht mal getroffen. Zwei von drei Schlägen hat er nicht getroffen. Okay. Es ist schon wieder. Die Fairness ist schon wieder auf der Seite des Games und nicht auf meiner, ne? Okay, er braucht nur drei Schläge, um mich zu klatschen. Ist auch interessant. Ich müsste natürlich auch ein bisschen mehr blocken und so. Aber ich hätte schon Bock auf das Gewehr. Das wird ja schon eine Menge wert sein, ne? Bin zum Kämpfen. So. Das heißt, das Gewehr hätten wir nur bekommen, seitdem wir diese Konstitution 13 haben. Ist schon krass. So.
Probieren wir es noch ein paar Mal. Ich probiere es noch mal ein bisschen mehr zu blocken und so, aber ich glaube, das klappt nicht. Bereit? Ja, wahrscheinlich tritt er auch, ne? Ja, ganz ruhig. Oh, den kann man fertig machen. Den kann man wirklich fertig machen. Hä? Wieso bewegt er sich denn auf einmal nicht mehr? Ich habe meine Ausdauer, glaube ich, verloren. Ich darf nicht zu viele Schläge hintereinander landen, oder was? Aber den kann man echt besiegen. Der ist nicht so stark. Man muss nur aufpassen, dass die Tritte kann man nicht... Da muss man ausweichen und bei den Schlägen kann man den Block machen. Irgendwie so. Ich habe schon Bock, das zu schaffen. Da würde ich mir gerne jetzt auch ein bisschen Zeit für nehmen. Ich setze jetzt gleich nochmal einen Speicherpunkt hier vorne. So, hier speichere ich nochmal. Dann sind wir direkt hier und dann können wir nämlich gleich ein paar Versuche machen. So, ja. Zack, 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 zack. So, das Gewehr möchten wir natürlich haben. So, komm. Wir hatten schon ein Viertel runter. Wir hatten über ein Viertel runter. Gefällt dir das? Lässt du... Ja, siehst du, wir verlieren wirklich aus da. Wir müssen auf die Aufdauer wirklich aufpassen. Bisschen langsamer dann. Müssen halt aufpassen, ob er tritt oder nicht. Ja, wahrscheinlich, Alter. Hey, er erwischt mich die ganze Zeit nicht, ne? Das Spiel erkennt nicht, wann man erwischt wird und wann nicht. Das ist auch wieder so ein typischer Fehler. Macht es natürlich schwieriger. Da müssen wir mal gucken. Ich habe Bock, das zu schauen. Das Problem ist, du erkennst nicht, ob er tritt. Das Problem ist, einmal nach hinten ausweichen bringt nicht mal was in dem Game. Weil er dann direkt nochmal. Das ist nicht gut gemacht, finde ich. Aber es ist auch nicht meins. Also, ich kann sowas auch nicht gut. Muss ich auch sagen. Das ist meine Schwäche. Aber hier habe ich zumindest den Eindruck, dass wir eine Chance haben. Und deswegen möchte ich das jetzt weiter probieren. Wir müssen nur ein bisschen mehr noch blocken und dann passt das. Das werde ich jetzt nochmal probieren. Ja, jetzt tritt er. Ja. Wieder aufhören. So, und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein.
Warten wieder ein bisschen mehr Leben, dass wir noch einen Schlag aushalten können zur Not. Oh. Ja, klar. Hä? Alter, ich finde das voll schwer zu erkennen, ob er tritt. Dass man den Tritt vor allem nicht blocken kann. Also er blockt ihn, aber er kriegt trotzdem Schaden. Das ist nicht gut. Auch wieder nur ein Viertel hingekriegt. Ey, Mist. Ey, ob er tritt. Und wenn man sieht, er tritt, dann kannst du gar nicht mehr ausweichen. Das ist auch... Ich schaff das noch. Irgendwann schaffe ich das. So, und wenn wir es hier drauf haben, dann können wir die anderen vielleicht auch hinkriegen. Außer vielleicht diesen komischen Ozob. Mit dieser scheiß Granate immer einem Dings. Ha! Schwierig. Mit dem Blocken aber auch, ne? Ich finde das Kampfsystem nicht... Also, gefällt mir nicht. Bereit? Ich krieg ja trotzdem Schaden. Ja, genau wie oft er hintereinander. Seht ihr das, was passiert? Wenn ich das mache, habe ich keine Ausdauer mehr. Der bam, 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 bam. Ja? Können wir eigentlich treten? Wir können nicht mal treten. Der zieht das die ganze Zeit mit uns ab. Und wir können nicht treten. Lauf nach vorne, so. Probieren wir es halt die ganze Folge. Von mir ist auch noch die nächste. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Und versuche. $12.000, es ist wert. Wenn wir dann die Waffe für kriegen. Und wahrscheinlich ist die nicht dann nicht mal besser. Wobei, die ist Gold, also. Weiß ich nicht. Immer Schaden, selbst wenn wir ausweichen oder so. Komm, Alter. Ausdauer erstmal tanken. Ah. Ich weiche aus. Selbst dann geht's nicht. Also, er ist auch zu unfähig. Wieso? Es geht nicht. Er rennt, er sprintet und du kannst nichts machen. Du kannst auch nicht blocken. Du kriegst trotzdem Schaden, wenn du blockst. Was macht das für einen Sinn, wenn du blockst, dass du Schaden kriegst? Wenn er blockt, wie viel Schaden mache ich? Richtig. Null. Das ist doch scheiße wieder hier. Ah. Diesmal waren wir schon ein bisschen weiter. Ich habe leider nicht mehr gesehen, wie viel wir ihn schon runter hatten. Aber wir hatten doch schon mehr. Aber die Ausdauer, Alter. Als ob wir so wenig Ausdauer haben. Wir können ein paar Schläge machen und können nicht mehr. Echt jetzt? Ja, wir sind schon wieder eigentlich so gut wie tot, eigentlich, weil
kann da nicht ausweichen. Ja, 77. Ja. Oh. Ja, er weicht auch nicht aus. Du kannst nicht ausweichen mit diesem Typen. Ich hab 5-mal ausweichen gedrückt, er ist nur einmal ausgewichen. Ausdauer war doch voll. Ey, dieses Kampfsystem, es ist so scheiße auch umgesetzt. Es gefällt mir nicht. Was soll ich dagegen machen? Wir kriegen ja noch irgendwie nicht unter die 75%, Alter. Schaffen sie aber nicht mehr. Der Typ spielt mit nicht fairen Mitteln, sagen wir mal, wie es ist, ne? Ich verstehe aber auch nicht, wie ich ausweichen kann. Ich kann doch nur nach hinten ausweichen, dann bringt's aber nichts. Also, es bringt nichts. Das ist doch unmöglich. Unmöglich. Bereit. Ja, guck dir das nochmal an. Wie er mich schon wieder nicht getroffen hat, ne? Aber nach hinten ausweichen. Ey, es ist... Er hat mich die ganze Zeit nicht getroffen. Er schlägt vor mich und ich krieg Schaden. Was soll denn die Scheiße? Hat er irgendwie so ein Schubding dran oder so? So eine Düse? Also diese Abstandserkennung von dem Game ist nicht gut. Probieren wir es nochmal. Wieder nicht Downer. Wir kommen irgendwie immer genau gleich weit. Was nicht gut ist. Er braucht uns ja nur, dass er uns auch dreimal... Guck mal, wir machen 3% Schaden. Wenn wir einen Schlag landen, was soll denn das? Schwierigkeit Mittel, ist klar, Alter. Guck mal, beim ersten macht er aber kommen. Jetzt haben wir wieder nur 200 Leben. Ja, ich kann schon wieder nicht ausweichen. Es juckt ihn nicht, dass ich ihn schlage. Es juckt ihn nicht. Er denkt sich so, ja, scheiß drauf. Ich laufe einfach weiter. Ist klar. Wahrscheinlich. Ey. Guck mal, ich habe 50 Schaden bekommen, weil ich geblockt habe. Blocken kann ich nicht machen. Mir kann ja das nicht einfach überspringen, irgendwie komplett, weil ich brauche das nicht jedes Mal wieder neu.
wieder. Ich kann nichts machen. Er bewegt sich einfach nicht. Es kann doch nicht wahr sein, dass er nicht von der Stelle kommt mit seinem Hintern. Das ist unfassbar, oder? So, die Folge ist vorbei. Wir machen noch einen Versuch, der nichts wird. Deswegen eigentlich... ja. Ich kann nichts machen. Bin zum... Wenn es gut aussieht, dann zwei Schläge später ist es wieder, also ist alles umsonst. Es bringt nichts. Es ist so unfassbar. Drei Prozent, weißt du? Null Schaden, cool. Ich war stark. Bist du immer noch außer Dings? Das ist ja das, okay, aber jetzt einmal will ich es heute noch probieren. Also wenn die Ausdauer komplett weg ist, dann kann ich, bis sie wieder aufgeladen ist, nichts machen. Was ist das für ein System? Das heißt, sie darf nicht leer werden, sonst bin ich am Arsch. Ja, cool. Das heißt, ich kann immer zwei Schläge landen und muss dann wieder zurückkommen. Zu gierig werden und so. Ja, mach doch mal hin da jetzt. Das ist doch so scheiße. Der Ausdauer. Na, ich fasse es aber nicht. Jetzt bin ich außer Puste auch noch, ne? Ja. Ha. Okay, also. Nee, auf keinen Fall speichern. So. Ich würde gerne nächste Folge weiter probieren, auch nochmal. Ja, aber ich sehe mich da aktuell in keinster Chance. Also, wir machen viel zu wenig Schaden. Die Ausdauer ist viel zu wenig. Es ist einfach nicht possible. Trotzdem will ich es weiter probieren. Nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.